Ach so, gute Freunde. Alles klar bei euch. Ein Zwirbel. Sehr lecker. Oh, ich habe mal kurz, ja, letzte Tage rede ich mit so vielen Leuten über, ja, die Corona-Quatsch. Und ja, da ist so viel Angst wieder dabei, ja. Klar, jetzt, jo, na, sind alle wieder am diskutieren, zweite Lockdown, ja, aber kommt, wo ich mir immer denke, ja, naja, dann mach doch, weißt ja, dann, er macht doch, ja, er scheint ja bestellt zu sein, also wird er auch ausgeliefert, ja, also, dann mach doch, weißt ja, mach doch, zweite Lockdown, ja, fahr die Wirtschaft wieder runter, ja, mal gucken, wie viel noch übrig ist, dann, nachher, ja, nicht mehr viel, aber naja, im Endeffekt saufen wir uns ein. Na, und ja, soll ich sagen, wie seht ihr das denn? Kommt der Lockdown? Ja, nein. Also, ich sag, wir können es nicht leisten. Ja, auf keinen Fall. Wie soll das gehen? Wie viel Geld willst du noch drucken? Ja, wie viel Hilfszahlungen? Weil bei der zweiten Runde wird eh gesagt, jo, da geht nichts mehr, Freunde, ihr kriegt nichts mehr. Ja, wie viele, ja, die Drucker, der Gelddrucker, ja, der wandert aus, ja. Also, jo, aber was soll man machen? Ich sag, mach den Lockdown, mach auch rein. Irgendwie werden wir sie bestehen. Und dann schauen wir mal, oder? Würde mich mal eure Meinung interessieren, was ihr dazu meint. Also ich meine, es ist viel Verunsicherung dabei, viel Panikmache. Natürlich, man muss vorsichtig sein, immer noch. Man muss die es zu schützen gilt, schützen. Auch gar keine Frage. Dass Leute sterben, ist natürlich auch tragisch, aber die sterben immer. Ja. Kann auch sein, dass es mich mal trifft. Ja, weiß ich das. Ja. So ist es eben. Aber ja, wie gesagt, sind meine Gedanken mal dazu, zu dem Thema. Ich wünsche euch was, einen schönen Tag und ja, würde mich über Kommentare freuen. Bis dann, eingehauen, freuen. Ciao.